Ich bin jetzt hier in Berlin-Moabit. Hier ist das Familienschutzwerk und darin ist die Kinderküche. Und hier treffe ich mich jetzt mit Gabi Tanneberger, das ist die Leiterin der Kinderküche. Und mit der verbringe ich jetzt den Tag und mit den Kindern. Gabi, für alle, die die Kinderküche nicht kennen, was macht ihr? Ja, wir sind ein soziales Projekt, also ein Verein, ne, wie man ja hier oben auch sieht. Wir betreuen Kinder von Eltern, die ALG2-Empfänger sind. Wir möchten eben den Kindern, die hier bei uns angemeldet sind, jeden Tag, wenn sie aus der Schule kommen, ein warmes, gesundes Essen bieten. Und sie werden betreut von uns Pädagogen, Diplompädagogen und Psychologen bei der Anfertigung ihrer Hausaufgaben. Wir wollen so viel wie möglich Geld zusammen sammeln durch unsere Versteigerung. Wo fehlt es am nötigsten? Für was brauchen wir das? Was wir uns natürlich wünschen würden, wären Materialien, Schulmaterialien, die wir auch den Kindern geben können, mit nach Hause geben können, mit denen wir hier selber arbeiten können. Wir haben einen ganz klitzekleinen Computer ohne Internetanschluss. Es wäre ein Traum, wenn wir vielleicht sowas auch mal für die Kinder zum Arbeiten. Es gibt tolle Lernprogramme. Ganz dringend bräuchten wir einen neuen Herd. Also das ist ein alter Herd, der hier eingesetzt wurde. Da geht die Tür nicht richtig zuzumachen. Wir haben keine Möglichkeit, um die Lebensmittel aufzubewahren. Und es wäre toll, wenn wir Regale hätten hier rundherum, ne? Man glaubt es nicht, aber George schafft es mit seinen Kochkünsten. Mit 100 Euro die Woche müssen wir auskommen, um für unsere Kinder schmackhaftes, gesundes Essen zuzubereiten. Es schmeckt sehr gut. Das hier ist der Hausaufgabenraum für die 5. und 6. Klässler der Kinderküche. Und Sie sehen das hier schon, das ist alles sehr, sehr spärlich nur eingerichtet. Und dadurch, dass kein Geld da ist, ist das alles vom Sperrmüll. Phil, grüß dich, hallo. Hallo Conny. Du hast das hier alles ins Leben gerufen. Wie kam es dazu? Die Kinderküche wurde ja gegründet im Jahr 2008, wurde es hier eröffnet. Und zwar aus dem Grund, dass in den Medien ja immer wieder berichtet wurde über Kinder, die von den Eltern nicht richtig betreut werden, die von den Eltern vernachlässigt werden, wo die Eltern keine Zeit oder keine Motivation haben, sich um die Kinder zu kümmern. Kinder, die es nicht schaffen, in der Schule hinterherzukommen. Und da entstand einfach dieser Wunsch, da auch mal was zu tun. Hier ist es ganz also schön und man hat hier Spaß und es ist, also, weil Gabi und Anna und Judith nett sind. Erzähl mal ein bisschen, was ihr hier alles macht. Spielen, Hausaufgaben machen, basteln, essen, rausgehen. Ja, weiß ich nicht. Seit ich hier bin, habe ich nur fast gute Noten. Bis jetzt hatte ich 3 Einsen von 7. Wow, in was denn? In welchen Fächern? Ich glaube Deutsch, Kunst und Mathe. Wow. Ich wünsche euch weiterhin ganz viel Spaß in der Kinderküche und ich gehe jetzt wieder. Yeah! Das war ein ganz, ganz schöner Nachmittag hier in der Kinderküche und jetzt brauchen wir ganz viel Geld. Die Kinder kriegen hier wirklich leckeres Essen, ganz viel Unterstützung und auch ganz viel Liebe von den Erziehern. Und wir brauchen ihr Geld, um denen hier zu helfen.